Auf diesem Kanal haben wir schon eine gute Anzahl von Dragon Ball Charakteren behandelt und besprochen, was diese so besonders macht. Aber eine Rasse haben wir noch nicht wirklich behandelt, und zwar die Menschen. Menschen sind in Dragon Ball heutzutage leider nicht wirklich welche, die herausstechen. Charaktere wie Tenshin Han und Yamshu sind mittlerweile gefühlt auch nur Gag-Charaktere geworden, die hier und da mal einen Auftritt bekommen. Jedoch gibt es unter ihnen einen Mann, der immer sein Bestes gibt, um mitzuhalten. Und das ist unser Krillin, Schüler von Muten Roshi und der beste Freund von Son Goku. Jedoch waren Menschen wie Krillin nicht immer in dieser Position, denn wie Tenshin Han und Yamshu gehört Krillin auch zu den OG-Charakteren aus Dragon Ball Classic. Jedoch hätte er wohl niemals gedacht, dass es ihn irgendwann ins Weltall und auf andere Planeten ziehen würde. Reden wir ein wenig über unseren kleinen Freund, da wir persönlich denken, dass ein fleißiger Charakter wie Krillin, der mit den Mitteln, die er hat, immer versucht, das Beste aus seiner Situation zu machen, es auf jeden Fall verdient hat. Nicht, Nappa! Weich aus! Ja. Nö, oh! Ah! Er ist gefährlich und du hast ihn unterschätzt. Krillin fing sehr klein an, um genauer zu sein, als Schüler eines Mönchtempels. Dort war er mit Abstand der kleinste und schwächste von allen. Und bevor er im Fandom zum Meme wurde, dass er immer stirbt, wurde er schon von klein auf von anderen fertig gemacht. Später, als er älter wurde, verließ er den Tempel und suchte Muten Roshi auf. Eine Entscheidung, die sich lohnen würde, da dieser angenommen und von ihm trainiert wird. Jedoch war er nicht der einzige Schüler von Muten Roshi, da es neben ihm noch einen Schüler gab. Jemand, der wohl allen ein Begriff sein sollte. Son Goku. Krillin war nicht immer der nette und gutherzige Typ, wie wir ihn später kennengelernt haben. Er war zuerst immer launisch und eifersüchtig gegenüber Son Goku, wodurch die beiden so etwas wie eine Rivalität am Laufen hatten. Jedoch hielt diese Rivalität nicht allzu lange an, da beide im Laufe der Story sehr gute Freunde wurden. Auch heute würde Son Goku sagen, dass Krillin sein bester Freund ist. Krillin ist außerdem auch ein Anwender des ikonischen Kamehamehas, was er zum Beispiel nutzte, um Chaozu im Tenkaichi Budokai zu besiegen. Seine Worte im englischen Dub waren auch legendär. Er sagte nämlich, wenn Yamshu das kann, dann kann ich das auch. Was ziemlich lustig ist, wenn man bedenkt, was für ein Standing Yamshu heutzutage in der Fanbase hat. In diesem Arc ist Krillin auch zum ersten Mal gestorben, als er von einem Dämon namens Tambourine im Auftrag von Dämonenkönig Piccolo getötet wurde. Aber selbstverständlich wird dieser mit den Dragon Balls später wiederbelebt. In Z hat unser Freund leider auch einen eher holprigen Start hingelegt, als dieser von dem Saiyajin Raditz mit seinem Schwanz einfach weggeslappt wurde. Dies war gefühlt auch ein sehr schlimmes Omen für Krillin, da es für ihn später nicht wirklich besser aussehen sollte, da durch den Auftritt der Saiyajins die Kräfteverhältnisse sich ordentlich geändert haben. Krillin war jedoch mit den anderen fest entschlossen, sich gegen die Invasion der Saiyajins zu stellen und kämpfte ohne aufzugeben bis zum letzten Moment. Was Krillin unter anderem ausmacht, ist seine Kreativität mit seinen Fähigkeiten. Krillin nutzt nicht nur einfache Ki-Angriffe, sondern nutzt er sie eher weise ein, um bei den Gegnern oft einen Off-Guard-Moment zu erwischen. So war es zum Beispiel auch bei den Pflanzenmännern der Fall. Auch wenn dies hier gut lief, lief es gegen die Übermacht wie Nappa alles andere als gut. Krillin und die anderen waren machtlos, jedoch probierten sie alles, um den Giganten irgendwie zu Fall zu bringen. Jedoch alles ohne Erfolg. Man musste auf die Rettung von Son Goku warten, die dann, auch wenn ein bisschen zu spät für einige Charaktere, dann schlussendlich auch kam. Krillin hat aber in der Saiyajin-Saga noch einen sehr besonderen Moment bekommen. Nämlich nutzte er die Genki-Dama, die er von Goku bekam, um Vegeta damit immens zu schaden. Leider verfehlte er, jedoch schaffte es Son Gohan, die Genki-Dama zu reflektieren. Und somit hat Vegeta eine Menge Schaden kassiert. Nun hatte er die Chance, Vegeta zu töten, so wie er es eigentlich auch verdient hätte, dafür, was er ihn und seinen Freunden angetan hat. Son Goku bittet ihn jedoch, Vegeta zu verschonen, wodurch Vegeta entkommen konnte. Wenn man jetzt mal so zurückblickt und überlegt, hätte Krillin Vegeta wirklich getötet, hätte er somit den zweitstärksten Beschützer der Erde getötet, was wohl absolut verheerend für die Zukunft sein würde. In der Namek-Saga geht das Spiel weiter mit Krillin. Er ist immer noch der Underdog, der hier und da mal einen Lucky Punch gegen die Villains landen kann. So wie er es zum Beispiel bei Rikum tat, als dieser einen Mundstrahl auf Vegeta abfeuerte und Krillin ihn gegen den Kopf trat, wodurch der Blast in seinem Mund hochging. Krillin wurde danach zwar bewusstlos geschlagen, aber hey, sein Bestes hat er dennoch gegeben. Außerdem lieferte er einen Kampf gegen Freezer in seiner zweiten Form und schaffte es sogar, ein Stück von seinem Schweif abzuschneiden. Erneut kickt dieser Lucky Punch Moment bei ihm rein und schafft es somit, Son Gohan zu retten und Freezers Aufmerksamkeit auf ihn zu ziehen. Hier schenke ich dir, Freezer! Komm, Freezer, gib Küsschen, was ist?
Auch wenn Krillin immens schwächer war als Freezer, darf man seine Energiediskus trotzdem nicht unterschätzen. Das ist auch Freezer klar gewesen, da er jeder einzelnen Energiediskus ausgewichen ist. Was bei Krillin zum Beispiel immer benutzt wird, ist das sogenannte David gegen Goliath Prinzip. David gegen Goliath sagt man generell zu Kämpfen, bei dem ein deutlich unterlegener Kämpfer sich mit jemandem anlegt, der weitaus kräftiger und mächtiger ist. Also sowas wie ein absoluter Underdog, was er ja auch ist. Aber auch jemand, der so optimistisch ist wie Krillin, realisiert, dass sie Freezer auf keinen Fall schlagen können. Denn egal was sie tun, es bringt nichts. Sie müssen auf Son Goku warten, bis er wieder übernimmt und alles regelt. Dann, als alle gedacht haben, dass Son Goku es geschafft hat, Freezer zu töten, erhebt sich dieser wieder und tötet Krillin vor den Augen seines besten Freundes. Dies war ein absoluter Schock für alle und sorgte für den legendärsten Moment in ganz Anime. Und zwar die Geburt des Super Saiyajins. In der Cyborg-Saga wird unser Boy selbstverständlich ins Leben zurückgeholt, mithilfe der namekianischen Dragon Balls. Wenn man sich hier die Kraftverhältnisse so ansieht, würde man meinen, dass Krillin dort überhaupt nichts zu suchen hat. Jedoch ist dies nicht wirklich wahr. Mit C17 hat dieser nicht wirklich viel am Hut, sondern eher mit C18. Bulma erstellte eine Fernbedienung, die C18 ausschalten konnte, damit Cell sie nicht absorbieren kann. Es könnte eigentlich so einfach sein. Jedoch erinnert sich Krillin an den Kuss, den C18 ihm gab. Daraufhin wirft er die Fernbedienung zu Boden und zerschmettert sie, was wohl einer der größten Fehler war, die er tun könnte. Jedoch half alles nichts, da Krillin sich Hals über Kopf in C18 verliebt hat. Und wenn es nicht schon schlimm genug wäre, schaffte er es nicht, seine Geliebte vor dem mächtigen Cell zu beschützen, wodurch dieser sie absorbiert und dadurch Perfektion erlangt. Voller Wut griff Krillin Cell an, nur um innerhalb von einer Sekunde mit einem Schlag besiegt zu werden. Cell besiegt dann sowohl Vegeta als auch Trunks und kündigt dann ein Turnier an, das dieser die Cell Games tauft. Die Z-Fighter verbringen dann 10 Tage damit, sich auf die Spiele vorzubereiten, ebenso wie Krillin. Krillins Beziehung mit C18 ist einer der Dinge, für die er wirklich schon gewaltig Props verdient hat. Sie am Leben zu lassen war zwar eine egoistische Entscheidung, aber kann man es ihm als Zuschauer wirklich böse nehmen? Der Arme war einfach geblendet von Liebe und hatte immer noch die Eier, einen Perfect Cell anzugreifen, obwohl dieser weiß, dass er nicht einmal den Hauch einer Chance hat. Seine Liebe zu gestehen sollte sich aber gelohnt haben, da Son Gohan bei den Cell Games Cell so hart geschlagen hat, dass dieser zu Krillins Glück C18 ausspuckte. Ciao, bis dann. Steht noch Hoffnung für dich, du hast echt Chancen. Hör auf mich zu verarschen! Nach dem letzten Kampf treffen sich die Z-Fighter bei Kamis Palast und wollen sich Son Goku zurückwünschen, der dies aber nicht möchte. Krillin wittert hier seine Chance und fragt Shenlong, ob er die Bombe aus den Körpern der Cyborgs entfernen könnte, was nochmal zeigt, wie sehr auf C18 steht. Sie zeigt sich dann zwar sehr wütend auf Krillin, sagt aber dann, dass es eine sehr nette Sache von ihm wäre und sagt dann zu ihm bis bald, was hier dann wohl zeigt, dass Krillins Game wohl doch on point war und diese vielleicht doch Gefühle für ihn hat. Das wohl erwähnenswerte, was Krillin in der Majin Buu-Saga erreichte, war, dass er tatsächlich das Herz von C18 gewinnen konnte und sogar eine Tochter mit ihr hat. Die beiden heiraten und leben ein schönes Leben bei Muten Roshi. Geht schon klar, ich hab sie mit hergebracht. Wir leben zusammen bei Muten Roshi. Wir haben auch eine kleine Tochter. Sie war eben noch hier, du hast sie bestimmt gesehen. Das ist ja eine Überraschung. Ja, nicht wahr? Jedoch ist Krillin natürlich noch bei den Kämpfen dabei. Jedoch ist das Ergebnis bei seinen Kämpfen leider immer das gleiche. Nämlich wird er leider von Dabra bis hin zu Buu dauerhaft hops genommen. Er mag zwar nicht bei den Kämpfen den großen Erfolg einsahen, aber wenigstens hat er im Leben Erfolg. Krillin ist ein Charakter, der den Titel stärkster Mensch trägt. Und das ist auch etwas, was von Toriyama selbst bestätigt wurde. Was eigentlich auch ein bisschen komisch ist, da dieser Titel eigentlich auch Tenshinhan gebühren würde, da dieser wirklich jeden Tag nonstop hart trainiert und sich nicht so niederlässt wie Krillin. Jedoch ist das Wort des Autors am Ende des Tages das Wichtigste und auch Gesetz. Wenn er meint, dass Krillin der Stärkste ist, dann kann man nicht wirklich groß was dagegen sagen, außer dass Krillin der stärkste Mensch in Dragon Ball ist.